Hey, was geht ab? Mein Name ist Till. Ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Ich baue in den nächsten 100 Tagen 100 Beats. Heute sind wir bei Beat Nummer 47. Let's go. Wenn du neu bist oder das aus irgendeinem Grund noch nicht getan hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du jetzt auf Abonnieren und die Glocke drückst, weil dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich habe Kontakt diesmal benutzt und habe hier aus Cloud Supply Haste als Preset mir rausgesucht und habe erstmal folgende Chords gespielt. Ja, also wiederholen sich und habe dann mit dem gleichen Instrument nochmal so eine Melodie darüber gespielt. Und das fand ich irgendwie eigentlich schon komplett ausreichend. Habe die beiden hier in eine Gruppe gepackt und habe hier mit dem Channel EQ eine Automation geschrieben. Die kann man hier auch irgendwie sehen, genau. Und genau, die ist eigentlich so als Intro gedacht und klingt, kann man hier auch dabei den angucken, klingt so. Mehr habe ich nicht damit gemacht. Dann habe ich mir hier eine Hi-Hat rausgesucht und habe erstmal Folgendes gespielt. Ups. Machen wir auch an. Und habe dann hier noch eine Hi-Hat dazu gespielt. Und habe noch eine Hi-Hat dazu gespielt. Und eigentlich ist es gelogen, weil es ist immer die gleiche Hi-Hat, die spielt halt nur auf unterschiedlichen Tönen bzw. Tonhöhen. Und ja, dann haben wir hier eine Snare. Und noch eine Snare, die aber halt so als Off-Snare spielt und auch auf unterschiedlichen Tonhöhen. Und dann habe ich hier eine 808 eingespielt und wie ihr schon sehen könnt anhand von diesem Verlauf der Kick habe ich die einfach nur genommen und auf die Kick gepackt. War ich wahrscheinlich einfach ein bisschen zu faul, um dann nochmal eine Kick zu spielen. Also die Kick spielt immer dann, wenn die 808 auch spielt. Und das Ganze klingt dann so. Wenn dir der Beat, das Video oder das, was ich hier mache, insgesamt gefällt und du ihn nicht mehr brauchst, dann lass gerne deinen Daumen hier, am besten natürlich nach oben, falls du es noch nicht getan hast. Drück doch jetzt auf Abonnieren und die Glocke, dann wirst du auch immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Falls du diesen Kanal noch weiter supporten willst, mit nicht nur Videos gucken, sondern vielleicht auch mit dem Teilen von den Inhalten, würde ich mich freuen. Außerdem, falls du vorhast, Plugins zu kaufen oder Equipment wie eine Soundkarte, ein Mikrofon oder ein
Kabel, dann check doch gerne unten mal die Affiliate-Links. Die führen dich zu Stores, wo du vielleicht sowieso einkaufen würdest. Und ich krieg da einen kleinen Prozentsatz von dem, was du da ausgibst, ab. Und du zahlst natürlich nicht mehr. Wenn du nicht genug von mir bekommen kannst, findest du mich auf Instagram, TikTok und auch auf Facebook. Für Mixing- und Mastering-Anfragen schreib mir gerne E-Mail. Die findest du auch unten in der Beschreibung. Und ansonsten heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen. Bis dann.